herzlich willkommen. Da sind wir wieder zu einer neuen Folge von Hogwarts Mystery und sind jetzt im Honigtopf. Gucken uns hier ein paar Schlösser an. Das können wir leider noch nicht knacken. Wir können hier ein bisschen Torte futtern. Oh ja, Torte ist mega lecker. Und es ist natürlich lustig, dass hier mitten in der Nacht gerade ist. Und hier ist noch eine weitere Seite irgendwo. Oh. Cool. Ah, wow. Riesenzuckerwatte. Okay, krass. Das ist mal Zuckerwatte, ne? Sieht aus wie so ein Skorpionstachel. Cool. Coole Sache auf jeden Fall. Der Honigtopf ist auf jeden Fall ziemlich riesig. Und ich glaube, wir sind ja so noch nicht reingekommen, ne? Also, wir sind von außen noch nicht reingekommen. Ja, nee, du sollst die Seite bitte nehmen hier. Okay, ich habe jetzt Schwebebonbons. Handbuchseite. Zwischen den Wispies. Ach, das sind sie. Ha! Bei diesen kleinen köstlichen Süßigkeiten handelt es sich um kleine Brausekugeln, die einen nach dem Verzehr einige Zentimeter über dem Boden schweben lassen. Gerüchten zufolge enthalten sie Billywig-Stacheln. Tatsächlich. Krass. Rebellion. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass das tatsächlich sogar wahr ist. So, jetzt nehmen wir hier nochmal ein bisschen Geld mit. Und hier geht's auch noch nach oben, ne? Irgendwie ein Stückchen. Hier ist noch ein Schloss. Auf Stufe 1. Hallo, na, das kriegen wir natürlich noch schnell mal auf. Das ist natürlich sehr gut. Oh, da grün ist schon mal gut. Muss man nur noch rot richtig hinkriegen. Sehr gut. Klingeling. Sehr schön. Ui, geht's jetzt hier hin? Rebellion. Ach, guck mal, hier ist eine Tasche. Das erste Mal, dass wir so eine Tasche, glaube ich, haben. Als Ort, wo halt irgendwas drin aufbewahrt ist. Okay, sonst ist hier nichts, wie mir scheint. Doch, es geht hier noch raus. Ach. Das ist ja ulkig. Ah, okay. Jetzt können wir hier raus. Ja, coole Kiste. Wir können jetzt auf jeden Fall hier in mehrere Orte auch reingehen. Okay, da ist eine legendäre Truhe, da kommen wir nicht rein. Hier ist auch Stufe 2, da kommen wir auch noch nicht rein. Aber wir haben jetzt schon das ein oder andere hier gefunden. Und wir können jetzt in Hogsmeade uns auch noch deutlich weiter überall umschauen. Die legendäre Truhe wird mir immer noch angezeigt, obwohl ich die geöffnet habe. Das ist sehr ulkig, sehr interessant. Weiß ich noch nicht, warum das der Fall ist. Hier drüben haben wir ja auch noch ein Schloss auf Stufe 3. Oh Gott, ey. Meine Güte, ey. Warum denn Stufe 3? Und hier vorne ist auch noch ein Schloss. Dann ist hier dieses verbarrikadierte Haus, wo ich auch noch nicht weiß, was wir damit machen. Auch alle Stufe 3 hier, meine Güte. Aber hier, Nebenquest. Wir wollten ja einen Besen kaufen. Willkommen zurück. Hallo, ich Albie. Ich habe da einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Okay. Ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Gott, wie viele Sachen haben wir denn hier? Guckt euch das an, ey, was wir alles Schön hier mit haben. Ihnen Geschäfte zu machen. So viele Sachen haben wir schon wieder gefunden. Meine Güte. Wo kommen dann alles her? Unglaublich. Wird alles verkauft. Verteidigung 18? Was, das war ein Stufe 3 Gegenstand? Kommt das denn? Stufe 28? Aber ist egal. Der ist besonders. Aber besonders gut ist er nicht. Der ist auch besonders. Aber auch nicht besonders gut. Ach so, wahrscheinlich Stufe 3, weil das gegen irgendeinen Charakter war. Den war, ja, keine Ahnung. Oh, 69. Okay, die sind gut. Erhöhter Schaden mit Crucio. Ach so, das sind die. Ja, die habe ich ja sowieso aufbewahrt. Und diese Molchaugenschutzbrille. Nee, komm, die brauchen wir ja auch nicht. Echt. Ach so, sorry. Ich wollte. Danke fürs Vorbeischauen. Nee, ich wollte doch hier schnell. Ich wollte doch kaufen. Die Besenverbesserung. Kostet auch nur 1000. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Okay. Sehr cool. Besenverbesserung gekauft. Yes. Wissen Sie, halb Hogsmeade hat sich im Laden nach den Gerüchten zu einer Besenverbesserung erkundigt. Ah. Ohne Ihre Informationen hätte ich doppelt so lange gebraucht. Mhm. Vielen Dank nochmal. Es mag ambitioniert klingen, aber ich arbeite bereits an der nächsten Verbesserung. Die ist noch komplizierter als die letzte. Ah. Haben Sie vielleicht Interesse, mir noch einmal zu helfen? Bei Arendelle gibt es noch eine Strecke, die Miss Reyes gemeistert hat. Wenn Sie diese erste Verbesserung dort ausprobieren, kann ich die nächste entwickeln? Sie denken doch darüber nach, oder? Na klar, natürlich. Was hat er? Oh, Infos über die Arendelle-Strecke ist natürlich wichtig. Können Sie mir mehr über die nächste Strecke sagen? Das ist nur ein Katzensprung entfernt.
südlich von Hogsmeade. Herrlicher Bergblick. Die Strecke stellt die Ausdauer auf die Probe. Ja. Ein paar ihrer Klassenkameraden wollten dorthin, um zu sehen, was Imelda zu bieten hat. Okay. Und das ist durchaus erstaunlich. Ich meine, nachdem viele doch gar nicht erst gegen sie antreten wollten. Mhm. Hoffentlich schreckt sie das nicht ab und sie probieren die Strecke aus. Denken Sie drüber nach. Ja, ausprobieren werde ich es auf jeden Klingt Fall. Klingt, als ob sie sich selbst übertreffen. Wenn ich kann, dann helfe ich. Danke. Dieser erste Erfolg ist erst der Anfang von dem, was ich für das Besenfliegen erreichen kann. Und er ist der Anfang von den ganzen Melden Quests, Sie sich schnellstmöglich die ich habe wieder hier. Bei mir. Und dann geht's los. So viele Quests, die Konkurrenz wegfegen. Ja, geil. Okay. Dann auf zum Wettflug. Ja, gleich, ganz entspannt. Jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Wir haben noch so viele andere Aufträge hier. Also, Madame Kogawa, das werden wir gleich hinkriegen. Flüchtige Begegnung, das Stufe 30, da warte ich dann lieber noch ein bisschen. Da müssen wir noch Berichte erstatten, das können wir eigentlich ganz zum Ende machen oder so. Den Lagerabbruch, ja, das wird dauern und das weiß ich ja noch nicht, wo wir da hin müssen. Okay, aber zunächst würde ich sagen, gehen wir in die drei Besen und quatschen mit Serona. Und werden mal schauen, was sie uns zu sagen hat. So, ab in die drei Besen. Nee, halt, das ist Zonkos. Zonkos, sorry, die drei Besen sind ja hier. Meine Güte, falsches Gebäude. Wäre ich fast aus Versehen zu den Scherzartikeln reingelaufen. Das ist ja wohl nicht wahr. Hallo, schön Sie zu sehen. Und hier ist auch eine Nebenquest noch. Die nehmen wir auch nochmal. Clementine Willardsey, Clementine. Entschuldigung, haben Sie etwas gesagt? Oh, hallo. Ich rede mit mir selbst. Okay. Ich bin Clementine. Willardsey. Freut mich. Ich habe über die Schmetterlinge in der Nähe des Waldrandes nachgedacht. Immer wenn ich mich ihnen nähere, fliegen sie hinein. Ja. Als ich in Hogwarts war, war es uns wirklich verboten, den Wald zu betreten. Man erzählte schreckliche Geschichten darüber. Seitdem habe ich eine irrational starke Angst davor. Es ist albern, aber ich bin wirklich neugierig darauf, wo die Schmetterlinge im Wald hinfliegen. Kannst du das eventuell herausfinden? Ich soll den Schmetterlingen folgen? Genau, wenn es dir nichts ausmacht. Ich glaube, eventuell bin ich denen schon gefolgt. Aber was hast du denn im Wald gehört? Was waren das für schreckliche Geschichten über den verbotenen Wald? Du meine Güte, alles von Schülern, die auf mysteriöse Weise enthauptet werden, bis hin zu Spinnenhöhlen. Glaub mir, wenn du das mit 11 Jahren hörst, prägt sich das ein. Ja, enthauptet, das kann ja eigentlich nur Jackdaw gewesen sein, ne? Der da enthauptet wurde, das war bestimmt die Story. Also gut, wenn ich Zeit finde, werde ich es versuchen. Haben wir doch schon längst. Oh, wie nett. Oder sind das Schüler andere? Schüler haben heutzutage so viel mehr Mut, als ich jemals hatte. Normalerweise findest du mich hier in der Gegend. Mhm. Bis bald, hoffe ich. Okay. Habe ich die jetzt direkt erfüllt? Oder muss ich dann nochmal neue Nicht Schmetterlinge? Nicht vergessen, die Schmetterlinge scheinen sich immer am Rande des verbotenen Waldes aufzuhalten. Okay, das sind andere Schmetterlinge als die, denen ich schon hinterher bin. Okay, Serona, hallo. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Ja. Serona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass sie hier waren, als sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Lodgok? Freut mich zu hören. Wie können Sie einem Kobold trauen? Ja, das ist natürlich so eine Sache. Einem Kobold ist eigentlich nie zu trauen. Ne? Der kennt eigentlich nur Geld. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Tja. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein.
Auch so jungen wie Ihnen. Mhm. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrok in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Okay, Lodgok. Was wissen Sie denn über Ranrok und Rookwood? Wissen Sie, an was Ranrok und Rookwood zusammenarbeiten? Ich weiß nur, dass sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Hm. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen. Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Ah, weise, ne? Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Mhm, danke. Danke, Sirona. Sehr gut. Wenn Sie Lodgok finden, dann grüßen Sie ihn von mir. Ja, ich versuche ihn natürlich zu finden. Ich weiß nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben. Aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Ich versuch's. So gut es geht halt, ne? Ich muss ja jetzt irgendwie, ne, hier noch weiter zaubern. Oh, jetzt haben wir so lange gequatscht, dass es schon fast Tag ist. Gibt's ja nicht. Okay, also der Weg sagt mir, ich soll hier lang gehen. Dann gehen wir doch hier lang. Schloss auf Stufe 2. Natürlich, jetzt hast du wieder eine Burg auf Stufe 2. Und auch Stufe 2. Du gehörst mir, Demigeis. Und Stufe... Was? Demigeis? Wo? Hä? Wo? Da drin? Revelio. Da drin anscheinend, wa? Anscheinend da drin. Weil ansonsten hier draußen sehe ich nichts, was irgendwie so aussieht wie ein Demigeis. Ah, das ist ja... Jetzt werde ich ja auch noch verarscht, weil irgendwelche Worte hier reingeworfen werden. Hallo, schönen guten Tag auch. Ich bin da mal da. Ach Mann, ey, mit den Demigeist-Statuen. Ja, da drin. Ja, hier ist eine Demigeist-Statue. Stimmt, ich erinnere mich. Die habe ich nämlich schon mal gesehen. So, Kollege. Muss ich warten? Muss ich mich setzen? Ach, der sitzt da schon. Der sitzt da schon. Ja, Lodgok. Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Ja, ich setze mich mal hin. Einfach so. Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nee. Nein. Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Ranrok. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um Ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich Ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona Ihnen traut... Dann tue ich es nicht. Na gut. Vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Ranrok seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Kleopatra? Ranrok und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Mhm. Ich werde das Relikt bergen. Na gut. Easy ich beschaffe going. Das Relikt, wenn Sie mir dafür Ranroks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Okay. Ist natürlich auch eine Idee, ne? Ich verkaufe einfach das Relikt später, werde reich und kaufe mir dann einen schönen Landsitz und setze mich da zur Ruhe. Und dann lasse ich die anderen Leute einfach mal machen. So, gehen wir mal zum Grab der Hexe direkt. Oh, guck mal, jetzt wird es wieder Tag. Jetzt wird es alles wieder hell. Alle Leute sind so langsam wieder da. We are open. Okay, schön, dass die offen sind. Oh, und wir sind schon wieder viel zu weit gelaufen. Mal sehen, ob wir das heute überhaupt noch hinkriegen. Das können natürlich wieder... Klingt eigentlich schon wieder nach einem längeren Teil. Also nach einer längeren Mission irgendwie. Da weiß ich jetzt noch nicht, ob das jetzt so clever ist. Nee, ich brauche hier keine Zutaten für irgendwelche Zaubertränke. Wir brauchen gar nichts dergleichen. Ich muss nur auf den Friedhof. Oh, nee. Bereit.
Wo ist hier das Grab? Gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. Ah, ja doch, hier unten ist ja der Friedhof dann irgendwo, ne? Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Ördkotzellen. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Ihr war egal, welchen Schmerz sie den Kobolden zufügte. Okay, nee, das Kobolde kenn ich glauben, nicht. Dass der rechtmäßige Besitzer eines Gegenstands sein Erschaffer ist, nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. An sich ist ja was es dran, ne? Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Okay. Ah, da unten stehen auf jeden Fall schon irgendwelche komischen Typen. Die sollte ich vielleicht schon mal erledigen. Soll ich die mal kurz platt machen hier? Einen Moment, ich muss mich kurz vorbereiten. So. Und vielleicht, Descendo. Keinen direkten Schaden am Objekt, den Gegner auf dem Boden. Na gut, nee, ich will sie lieber ranziehen, damit ich mit Incendio dann meinen Damage machen kann. Ich glaube, das finde ich nach wie vor cooler. So, und da vorne ist auch wieder irgendeine Prüfung Merlins dann. Was ist hier los? Soll ich hier die... Ah, die dunklen Straßenflöter. Komm mal her, ja. Incendio. Okay. So, ich wollte nur mal kurz Randale machen. Bin schon wieder da. Können weitergehen. Da war nur mal kurz, was abseits des Weges, was ich kurz mitnehmen musste. Die Straßenköter. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit den Dingern hier machen soll. Habe ich da überhaupt mal Lumos dran ausprobiert? Ich glaube nicht, ne? Nach wie vor nicht. Aber das ist vielleicht tatsächlich was, wo ich hier Blitz brauche. 20 Erfahrungspunkte. Ich glaube, wir haben bald einen Aufstieg. Einen Stufenaufstieg wieder für uns. Alter, wie langsam gehen wir denn noch? Können wir nicht mal ein Stückchen vorangehen? Ah, okay. Ja. Okay. Er rennt mit mir, um einen Schritt zu halten. Renn doch nicht so schnell, du Jungelchen. Denkt er sich wahrscheinlich gerade so. Ach, guck mal, hier ist sogar auch noch eine Teleportationsflamme, die ich noch nicht entdeckt habe. Ah, und hier ist es, das Hexengrab. Das Hexengrab. Okay, ein schrecklicher verstehe. Ort, nicht wahr? Ui, ist doch schick. Das Hexengrab gibt's nicht, hat nicht jede Hexe ein Grab, aber das ist ja eine Gruft hier jetzt richtig, ne? So, dann werden wir hier erstmal freischalten, dass wir hier uns hin teleportieren können. Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei von Vorteil sein. Ja. Haben Sie denn noch Fragen, bevor Sie aufbrechen? Ja, schaffe ich das in 10 Minuten? Was ist so besonders an dem Helm? Was macht diesen Helm denn so besonders? Ördkotts Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Oh. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Verstehe. Warum macht Renrock mit Rookwood gemeinsame Sache? Das ist natürlich unser... Was ist im Grab? Ist erstmal wichtiger. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Ach Gott, ja, das ist ja die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Okay. Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Das hoffe ich dann auch. Ich bin bereit. Jetzt ist mir alles klar geworden. Ich hoffe, dass unser Bündnis Früchte trägt. Nochmals viel Glück. Danke. Dann gehe ich da mal rein. Ich werde hier sehnsüchtig ihren... So, ich werde mich natürlich vorbereiten mit zwei richtig coolen Tränken. Okay, da bin ich mal gespannt. Mal schauen, ob wir es in 10 Minuten noch schaffen hier. Falls nicht, dann wird es natürlich tricky. Wir gehen hier einfach mal runter. Und ich werde mich vorbereiten. Ja, da unten sehe ich schon was. Oh, hier sehe ich schon wieder einiges. Also es scheint auf jeden Fall hier das ein oder andere zu geben. Ja, da ist auf jeden Fall schon mal die erste Tür. Verschlossen.
Ah, da muss ich... Okay, da muss ich die Motten suchen. Verstehe. Die hier... Motten? Ja. Seltsam. Das kriegen wir ja hin. Lumos. Das ist ja kein großes Problem. Die setzen wir hier ab. Dann sind die hier alle drei. Okidoki. Teil 1 erledigt. Oh Gott. Erstmal Abstand halten. Revelio. Okay. Bei Merlins Bad. Dann schauen, was uns hier erwarten könnte. Also links auf jeden Fall eine fette Truhe. Oh, ein schicker Schulumhang. Ja gut, der ist natürlich... Das ist der Hammer. Okay, 203 Meter nur. Das ist ja gar nicht so mega weit. Ist ja tatsächlich dann nicht so groß. Das können wir in 10 Minuten tatsächlich schaffen. Das halte ich für realistisch. Halte ich für machbar, je nachdem, was hier alles so rumkreucht und fleucht und uns entgegen... Okay. Das hier... Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Nee, das ist das Grab ihrer Untertanen. Lumos. Das ist, glaube ich, das Grab ihrer Untertanen. Oh, und da ist eine... Warte mal, was kann man damit machen? Okay. Ach, hier. Genau, das wollte ich machen. Ah, okay, hier muss ich sowieso hin, um die eine hier abzuholen. Rebellion. Oh Gott. Lumos. Ja, komm mit. Ah, Kiste. Rebellion. Nein. Wollte nicht die... Lumos. Wollte nur die Kiste aufmachen. So, komm her. Motte, komm mit. Okay, danke schön. Kann ich eigentlich auch zwei Motten auf einmal einsammeln? Das wäre ja auch lustig. Ja, warum auch nicht, ne? Nee, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. So, Nummer 2 und Nummer 3 einsacken. Dankeschön. Okay, so, es geht weiter. Halleluja, ey. Die Gruft. Kaboom. Nicht in diese giftigen Dämpfe hier rein. Uff. Das ist auch immer was. Ich glaube, hier ist noch jemand. Die ganzen Flüche in alten Gräbern, die haben natürlich vor allem deshalb so toll funktioniert, weil... Hallöchen. Ja, ist ja schön. Ihr wollt Spaß haben. Euch soll es gut gehen. Wir nehmen die Confringo mal. Oh, ach, ich kann das sogar auf zwei gleichzeitig legen. Das ist ja ulkig. Okay, ist ja ulkig. Boing. Boing. Zack. Achso, okay, und hier ran mit euch und boom. Boah. Das hat aber gut gezwiebelt, oder? Das hat ziemlich gut gezwiebelt. Ich glaube, das waren schon alle hier. Da waren nur ein paar. Okay, da kann ich nochmal. Protego. Da kann ich nochmal hier durch. Hier nochmal ein paar Sachen mitnehmen. Sehr schön. Alt, da ist da noch was? Nee, okay. So, wie sieht's auf der anderen Seite aus? Ist auf der anderen Seite irgendwas? Sieht nicht danach aus. Da oben ist aber noch was. Okay, wie komme ich denn da hin? Wie soll ich denn da oben hinkommen? Hier. Confringo. Tut sich da? Kann ich da irgendwie hoch? Nee. Da muss ich ja irgendwie hochkommen, ne? Ah, okay, von hier kann ich hier hoch. Okay, krass. Ein Sarg. Okidoki. Hier sind wir durch. Das waren die ersten Inferi. Die sind aber kein Problem gewesen. Hier kommt wieder ein Raum mit Motten. Confringo. Oh, Entschuldigung. Hupsi. Ich leg mir Lumos mal... Nee, warte, ich mach das so. Lumos. Ich komme sonst durcheinander, wenn mir Lumos nicht ganz oben ist. Das verwirrt mich sonst zu sehr. Okay, du musst auch hier rüber. Und dann müssen wir die dritte gleich noch wieder finden. Die sich ja wahrscheinlich... Ach, gucke mal. Ah, okay. Lumos. Komm nochmal mit hier. Okay, wir müssen erstmal hier was drehen und auf beide Seiten eine setzen. Kann das sein? Nee, sind schon auf beider Seite. Okay. Wie kriegen wir das gedreht? Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, ja, ließe es sich vielleicht drehen. Wie denn? Incendio. Habe ich irgendwas, was Wind macht? Levioso könnte ich natürlich probieren, ne? Könnte Levioso probieren. Nee, Levioso scheint es nicht zu sein. Was könnten wir noch machen? Flipendo.
Ne, scheint es auch nicht zu sein. Es muss ja eigentlich ein Zauber sein, den ich schon habe, ne? Einer der... Ja, Depulso könnte ich noch probieren. Depulso. Ah, okay. Ja, es ist Depulso. Okidoki. Verstehe. Depulso also. Lumos. Weil es musste ja ein Zauber sein, den wir nicht in der Nebenquest lernen, weil das, ansonsten wäre ja diese Quest nicht möglich zu erreichen oder zu schaffen, wenn man nicht die jeweilige Nebenquest gemacht hätte. So. Boom. Hier geht das nächste Ding auf. Ist doch ein ziemlich großer Gruft hier, muss ich sagen. Ist doch ziemlich viel los hier. Ist doch einiges. Oh Gott, das führt doch noch sehr weit. Meine Güte. Ich dachte, es wäre ein bisschen entspannter, aber nee. Was hängt denn da? Das wirkt instabil. Ja, dann machen wir das doch mal weg. Expelliarmus. Ach. Expelliarmus habe ich. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte hier den haben. Confingo. Genau. Auf nach unten. Das ist der einzige Weg. Ist es das? Von der anderen Seite verschlossen. Ist es das? Ist das der einzige Weg? Ich weiß es nicht. Da ist doch noch ein Weg. Von wegen der einzige Weg. So, was haben wir hier? Hier können wir hochlaufen. Da können wir auch hochlaufen. Ist nochmal eine Kiste. Oh ja, kommen wir hier da lang? Nee, da müssen wir erstmal dann auf die andere Seite. Okay. Das heißt, das Ding hier einmal hier rüber tragen und dann von hier rum drauf. Und zoink. Nein, das war jetzt nichts. So, mach auf die Kiste. Oh, Sammlung. Kleine Tiergehege-Dekoration. Okay. Das ist ja auch wichtig, sowas, ne? So eine Sammlung dann aktualisieren wieder. Oh, da drüben ist noch Geld. Auch das muss ich einsacken. So. Noch irgendwas hier? Nee, okay. Ja, geht ja. Muss ja wohl sein. Das muss ja wohl sein. Und in welche Richtung muss ich jetzt? Keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Revelio. Ich glaube, es ist fast egal. Ja, okay, der Weg führt im Kreis. Okay, es ist völlig wurscht, wo man lang geht, offensichtlich. Halt, was da runtergeplumpst? Nichts. Das ist doch nicht ganz so egal. Ah. Ist doch nicht ganz so egal. Okay, hier musste ich was aufziehen, nämlich. Ja, interessant. Revelio. Interessant. Okidoki. Ah, ach so. Ah, das ist wieder der... Oh, okay, verstehe. Okay, das ist der Weg zurück, damit ich dann wieder nach Hause... Oh, gut. Schön, dass sie zumindest sowas gemacht haben hier. Dass sie sowas eingerichtet haben. Oh, jetzt wird es wieder lustig. Jetzt könnte es wieder interessant werden. Also, hier haben wir schon mal eine. Lumos. Müssen wir hier wieder... Oh, ach, hier. Im okay. Boing. Oh. Moment. Aua. Boom. Okay, so. Geht alle weg. Leute, entspannt euch mal. Oh, Alter. Und so. Okay. Gibt es ja immer noch so viele hier. Incendium. Okay. So, waren das jetzt alle? Oh, meine Güte. Ah, noch welche. Na gut, in der Zeit kann ich ja nicht so viel machen hier, ne? Wenn ihr alle rumlauft. Aber die sind zum Glück nur Stufe 20. Das ist ja relativ entspannt. Meine Güte, ey. Ah, Stufe 28. Hauch der Toten, alles einsammeln. Das waren ja richtig viele hier. Kam ja gut was zusammen. Da hätte ich natürlich jetzt schön... Hätte ich eigentlich schön meine ganzen... meinen Donnertrank, mein Donnergebräu nutzen können, ne? Aber... Habe ich nicht. So, das muss ich gleich hier irgendwie starten, das Ding. Hier war auch noch... War hier nicht irgendwo noch so ein Feuerding? So eine Feuerschale? Nee, ne?
Okay, auf jeden Fall müssen wir das Ding hier erstmal in Betrieb setzen. Dazu brauche ich Depulsor. Okay, verstehe. Dann holen wir uns doch erstmal die hier. Lumos. Auch wieder ein cooles Rätsel, muss ich sagen. Coole Gruft. Ah, oh. Depulsor. Lumos. Ach Mist, die fliegt dann direkt zurück. Ah, Moment. Ah, okay. Das ist ja fies. Okay. Mano. Okay, ich versuche erstmal so hoch zu kommen. Hä, wieso kann ich da nicht hoch? Hä? Wieso komme ich da nicht hoch? Ja, noch komplizierter. Ja, aber sowas von. Ich komme da auch nicht mal hoch. Warum komme ich da nicht hoch? Okay, das verstehe ich nicht. Warum komme ich da nicht hoch? Was ist da kaputt? Das ist ja merkwürdig. Depulso. Also mit Depulso geht das hoch. Ah. Okay, ich muss mehrfach Depulso wirken anscheinend. Okay, verstehe. Okidoki. Also einfach mehrfach Depulso. Wenn sich das dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein. Okay, verstehe. Gut, den nehmen wir mit. Und ich brauche natürlich... ja, aber ich weiß noch nicht, wo ich die anderen hierher kriegen soll. Lumos. Oder kann ich die... Ach so, vielleicht kommen die mal zum jeweils nächstgelegenen. Kann das sein? Kann das sein? Depulso. Dass sie nicht ganz zurück, sondern zum nächstgelegenen. Lumos. Also dann hier in dem Fall. Könnte doch sein. Sieht jetzt erstmal so aus. So, dann springen wir mal hier rüber. Ja gut, hat natürlich noch nicht gereicht. Oder wo kommt noch eine her? Achso, warte, was haben wir hier? Ah, vielleicht haben wir hier noch einen Geheimgang. Und hier noch eine weitere Motte. Okay, erstmal die schwarze Lederhandschuhe. Okay. Ich sehe da noch jede Menge Truhen irgendwie. Und was ist da noch? Achso, das ist dieser Block. Okay, den hatten wir ja schon mal gesehen. Kann man hier irgendwie durch? Was? Warum sollte man hier durchgucken können? Was haben wir davon, dass wir da durchgucken können? Bringt uns das irgendwas? Also ich muss sagen, die Rätsel sind ein bisschen entspannter eigentlich. Ah, ich kann von hier oben. Ah, hilft das? Ach, gucke mal. Da geht da was hoch. Ach, das ist ja interessant. Ah, okay. Das geht hoch. Lumos. Das heißt, ich setze die hier ab. Und dann hole ich die hier rüber. Okay. Secret solved. Nice. Nice, sehr gut. So. Mache ich hier nämlich einfach ordentlich Randale. Dann gehe ich hier rüber. Lumos. Dann hole ich die hier ab. Was nicht funktioniert. Wieso hat das nicht funktioniert? Okay. Lumos. Na komm. Ja, na bitte. Jetzt hat es geklappt. Hui! Schön! Meine Güte, ist doch schon wieder später, als ich dachte. Also das Rätsel dauert doch länger, aber wir haben es so gut wie geschafft. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Oh ja. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Ja, dann müssen wir hier erstmal ein bisschen Feuer anmachen, ne? Komm, trink! Einmal ein bisschen Feuer anmachen. In Sarkophag soll ich reingucken? Das ist ja überhaupt keine Falle, garantiert. Das ist doch garantiert einfach freier Spaß für uns eine alle. Eine tote Erschwinderin. Deine Leute haben sich mit dem Helm davongemacht. Lodgok wird sich ärgern. Ah. Den sollte ich Lodgok zeigen. Ein Siegelring. Okay. Und es muss einen Öffnungsmechanismus für die Tür geben. Ah.
Okay, dann gehen wir mal hier hinten einfach raus. Toll, jetzt haben wir den Helm nicht gefunden. Das heißt, wir müssen die Quest noch weitermachen anscheinend. Das ist natürlich unschön. Mal sehen, ob wir direkt einen Text interagieren. Ansonsten würde ich sagen, wir quatschen noch nicht direkt mit ihm. Wir müssen zurückkehren zu ihm. Okay, ich gehe mal ein Stückchen weiter weg. Nicht, dass ich ihn aus Versehen anquatsche. Und dann würde ich sagen, war es das dann für heute. Das war eine coole Quest. Und ich beende auf jeden Fall die Folge. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.